Vielen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im politischen Kabarett. Ich weiß, es ist das erste Problem, weil eigentlich gibt es das gar nicht mehr. Das weiß man vom deutschen Feuilleton. Das politische Kabarett ist tot seit Jahren. Vor allen Dingen von diesen klugen Journalisten werde ich das immer wieder gefragt. Nicht? Wer macht denn außer Ihnen noch politisches Kabarett? Früher, sagen die, früher, ja, Lach und Schieß, Düsseldorfer Komödchen. Wer macht denn heute außer Ihnen noch politisches Kabarett? Ja, sage ich dann, wer? Hildebrand, Riechling, Rogler, Bruno Jonas. Ja, aber sonst? Ja, Matthias Deutscher, Matthias Belz, Henny Fenske, Dreigestellten 1, Heinrich Pachel, Arnold Rating, Obern Priol. Ja, aber sonst? Und irgendwann kapituliert die Wirklichkeit vor dem journalistischen Sachverstand. Und ich höre mich selber sagen, Sie haben recht. Die Medien haben das geschafft. Das Bewusstsein bestimmt endgültig das Sein. Nackte Tatsachen und subjektive Wahrnehmung haben sich immer heiße Gefechte geliefert. Kennen Sie alle. Jemand fragt Sie, wie spät ist es? Sie gucken auf die Uhr. Sie sagen, es ist 3:03. Und der sagt, das kann nicht sein. Das können nur Menschen, oder? Nur die Krone der Schöpfung ist in der Lage, etwas in der Hand zu halten, darauf zu blicken und zu sagen, das gibt's nicht. Ein Computer hätte in dem Augenblick einen kompletten Systemabsturz. Menschen haben da keine Probleme mit. Ich vermute, die meisten Menschen leben in einem permanenten Systemabsturz. Es liegt an einem Phänomen. Ich habe das selbst erst vor kurzem beobachtet. Es gibt eine Wirklichkeit und eine gefühlte Wirklichkeit. Beispiel. Sie waren auf einer Veranstaltung. Völlig egal, ob Fußballspiel, Demonstration, Konzert, Theater, Oper, was weiß ich. Am nächsten Tag lesen Sie den Bericht in Ihrer örtlichen Zeitung. Das sind doch die Augenblicke, wo man beginnt, an die Existenz von Paralleluniversen zu glauben. Und die Einzige, die darauf bislang wirklich adäquat reagiert haben, sind die Meteorologen. Bei einigen Radiosendern bekommen Sie heute im Wetterbericht 2 Temperaturen durchgegeben. Die sagen allen Ernstes heute 14 Grad, gefühlt 9 Grad. Finde ich klasse. Die wissen nicht nur, wie kalt es ist. Die wissen, wie kalt mir ist. Und jetzt, wo ich das Phänomen durchschaut habe, jetzt kann ich die ganze Welt verstehen. Ich habe vieles nicht verstanden. Ich gebe das gerne zu. Ich habe das nie verstehen können, warum sich Besserverdiener über hohe Steuern aufregen. Heute weiß ich, FDP-Wähler haben einen gefühlten Steuersatz von 90%. Da kommen Sie ja mit keinem Taschenrechner gegen an. Oder die McVorpommerer und Pomeranzen, also die Aborigines aus McVorpommern. Gefühlter Ausländeranteil über 50%. Sie können mit so einem jungen Menschen tagelang durch sein Dorf laufen, ohne einen einzigen Ausländer zu finden. Das Gefühl, dass es zu viele sind, das wird er nicht mehr los. Und so ist das mit dem politischen Kabarett auch. Ich kann dem Journalisten 50 Kollegen aufzählen. Das Gefühl, dass es das eigentlich nicht mehr gibt, das wird er nicht mehr los. Er hat es von einem gleich kompetenten Kollegen im Spiegel abgeschrieben. Und dann kommt die Frage aller Fragen. In jedem Interview kommt die. Wie ist denn Ihr Verhältnis zur Comedy? Wörtlich. Ist das Kabarett nicht durch den Comedy-Boom in seiner Existenz bedroht? Eine furchtbare Sache, die ich mal offen ansprechen möchte, meine Damen und Herren. Das Kabarett ist durch den Comedy-Boom ungefähr so bedroht, wie mein Lieblingsrestaurant durch den Verkauf von Hundefutter bedroht ist. Ich hab nichts gegen Hundefutter, verstehen Sie mich nicht falsch. Es gibt prima Hundefutter. Und wer es macht, aber ich käme doch nie auf die Idee, einen Koch nach seinem Verhältnis zu Hundefutter zu fragen. Aber ich bin ja auch kein Journalist. Also finden Sie sich damit ab, das politische Kabarett hat auch den ewigen Kanzler überlebt. Es ist wie ein Märchen. Etwas Besseres als den Tod, als den Kohl finden wir überall. Neues Spiel, neues Glück, neue Regierung, altes Pech. Aber es ist ja alles neu. Doch, viele wissen bis heute nicht, wie sie mit dem neuen Kohl umgehen sollen. Kanzler, ja, offiziell heißt das Kanzler, ja. Ich weiß das auch. Erklären Sie das mal jungen Menschen unter 20. Wie Kanzler sagen die Kanzler, das heißt doch Kohl. Und der neue Bundeskohl heißt Schröder, wo ist das Problem?
Die Bildseite war ja direkt entsetzt. Am Tag nach der Bundestagswahl, diese Riesenschlagzeile. Rot-Grün, wollen wir das? Da haben die Deutschen gesagt, nein, nein, das war doch nur ein Scherz. Dürfen wir nächsten Sonntag nochmal? Aber da ist der Schäuble damals ja fast aufgesprungen und hat gesagt, nix da, gewählt ist gewählt. Und wenn man am Wahlabend von der Bundestagswahl, wenn man da richtig zugesehen hat, Leute wie der Schäuble, der Rühr, auch der Rüttgers, die waren nicht enttäuscht. Die waren alle erleichtert. Die haben genau gewusst, der 27.09.98 war die letzte Möglichkeit, Helmut Kohl auf legalem Wege loszuwerden. Das hätte die CDU aus eigener Kraft nie mehr geschafft. Wenn der die Wahl nochmal gewonnen hätte, der hätte sich doch zum Kanzler auf Lebenszeit ausrufen lassen. Und dann hätte der so lange durchgehalten, bis die Gentechnik soweit gewesen wäre. Wie weit dieses Land nach 16 Jahren Helmut Kohl war, konnten Sie doch wunderbar auch in den Zeitungsartikeln sehen, die dann geschrieben wurden, als er dann zurückgetreten war. In jeder zweiten Zeitung stand das wörtlich drin, mit welcher Würde er die Niederlage eingestanden habe, mit welcher Souveränität er das Amt abgegeben habe. Sagen Sie, wo bin ich hier überhaupt? Bin ich wirklich nur noch vom Pauschaldemokraten umgeben? Sie wissen, das sind diese Figuren, die im Flugzeug frenetisch Beifall klatschen, wenn der Pilot in der Lage ist, seine gelernte Arbeit zu tun. Ich habe jetzt immer schon Angst beim Busfahren, wenn die an der Haltestelle kommen. Der Kohl verliert die Wahl und tritt zurück. Ja, was war jetzt so besonders? Was haben diese Journalisten eigentlich erwartet? Dass der Geisel nimmt, sie im Kanzleramt verschanzt oder was? Das Einzige, was in der Mehrzahl unserer Journalisten noch kritisch ist, ist ihr Geisteszustand. Aber nicht, weil durch die Wahl in der Lage sind wir den Kohl wirklich losgeworden. Ne? Dann kam die Spendenaffäre. Ich habe auch gedacht, es ist vorbei. Kohlfreizeit, da kommt die Spendenaffäre. Sie kommen da nicht gegen an. Sie können sich sowas doch nicht mehr ausdenken. Glauben Sie mir. Ich habe viel Fantasie, ehrlich. Aber eine christliche Partei, die schwarze Konten von einem Mann namens Weihrauch verwalten lässt. Schwarzgeld stinkt nicht, es duftet. Halb Deutschland fragt, sind diese Politiker wirklich alle käuflich? Der Rest überlegt längst, ob Leasen nicht billiger wäre. Kommt auf an, was Sie anlegen wollen. So CDU-Bonds müssen Sie sechsstellige Beträge im Koffer, müssen Sie mitbringen. Niedersächsische Ministerpräsidenten sind mit Bier und Wein für 2000 Mark praktisch ein Schnäppchen. Ja, Glogowski ist ja auch Sozialdemokrat. Die Sozen, die hauen gern so richtig auf die Sahne. So Luxusurlaub mit der Angel auf Sylt und so Scherze. 3-Sterne-TUI-Hotel. Ne? Nur, wenn Sozialdemokraten mit Lügen erwischt werden, die treten wirklich zurück. Ne? Schleuser, Glogowski, auch selbst Klimt. Okay, bei dem hat es gedauert. Ne? Ja, Klimt denkt genauso schnell, wie er aussieht. Aber dieser letzte Funke ist da. Die treten wirklich zurück, wenn die erwischt werden. Wovon sollte der Kohl noch zurücktreten? Das war natürlich ein Problem. Vom Amt des Alt-Bimbiskanzlers können Sie gar nicht zurücktreten. Roland Koch könnte zurücktreten, das ist richtig. Roland Koch, den haben Sie allein dieses Jahr schon so oft beim Lügen erwischt, der könnte jetzt schon zurücklaufen. Wenn Lügner kurze Beine hätten, könnte Roland Koch dem Gregor Gysi im Stehen von unten in die Nase gucken. Aber Roland Koch hat gesagt, ja, der hat ein Problem. Sehen Sie, wenn Sozialdemokraten lügen, ist das eine Lüge. Wenn der Koch lügt, sagt er, das ist eine Dummheit. Und ich habe immer geglaubt, Dummheit ist, wenn man sich beim Lügen erwischen lässt. So gesehen ist der Koch sogar dumm. Deshalb hängt die FDP so an ihm. Eine Partei mit Jürgen Möllemann in wichtiger Funktion, für die muss Roland Koch ein Ausbund an Glaubwürdigkeit sein. Aber endlich habe ich doch gelernt, was der Unterschied ist zwischen christlichen Politikern und den anderen. Christliche Politiker belügen das Volk, so wahr ihnen Gott helfe. Und damit ist Gott so ausgelastet, dass für die dritte Welt praktisch gar keine Zeit mehr bleibt. Das Tolle,
Das Tolle an der ganzen Spendenaffäre für unsere Demokratie, das Tolle ist ja, dass das alles so rückgratlos aufgeklärt worden ist. Wir wissen, das Geld war da. Ne? Wo es hergekommen ist, wo es hingegangen ist, so genau wollen wir die Aufklärung gar nicht treiben. Ne? 11 Millionen Mark Einkünfte, ungeklärte Herkunft, bis heute bei der CDU, die können nicht sagen, wo das Geld hergekommen ist. Ich habe sofort mit dem Finanzamt angerufen letzte Woche, ich habe gesagt, hört mal Jungs, ich habe da ein Problem, ich habe letztes Jahr Einkünfte, ungeklärte Herkunft dabei. Ja, die haben auch erst gelacht, ja, aber... Ich habe dann gesagt, es ist so, ich habe das Geld geschenkt bekommen. Ich muss es nicht versteuern, ich habe es nicht verdient, ich habe es geschenkt bekommen. Ich kann nur nicht sagen, von wem. Ich habe ein Ehrenwort gegeben, habe ich gesagt. Und da haben die sehr verständnisvoll reagiert. Die haben gesagt, das wäre kein Problem, es gäbe diese neue Rubrik Ehrenwort-Einkünfte. Kann man jetzt alles angeben. Ja? Das verdanken wir dem dicksten Verfassungsbrecher aller Zeiten. Ja, waren es Bestechungsgelder, waren es Schmiergelder oder doch nur Essenszuschüsse für Helmut Kohl? Wir werden das nicht mehr erfahren. Die ganze CDU steht da, alles was sie noch hat, sind die jungen Wilden, der jüngste ist Heiner Geißler. Und natürlich der neue Star, Angela, ich merke gar nichts. Ja. Das ist der neue Hoffnungsträger. Doch, das sehe ich auch so, Hoffnungsträger kann man gar nicht mehr sein. Angela Merkel hat drei Grundqualifikationen. Sie kommt aus dem Osten, ist kein Mann und hat keine Ahnung. Auf dieser Basis betreibt sie sehr erfolgreich Politik. Ja, das hat sie selber so gesagt, nicht? Also sie war ja selber 8 Jahre lang Vizevorsitzende in der CDU unter Helmut Kohl. 8 Jahre lang und die hat überhaupt nichts gewusst. Von schwarzen Klassen, selbst der Schäuble hat ja unter strengen Maßstäben, hat der Schäuble ja. Und der Geißler hat ja offen zugegeben, ja, es gab diese Sonderkonten, wir wollten ja gar nicht so genau wissen, wo das gab. Aber die Merkel, ach, wir haben auch Geld. Toll, Helmut, wo wächst das denn? Das Tolle an der Merkel ist, die Merkel, die ist so sympathisch. Selbst wenn die Merkel morgen sagen würde, ja, ich habe das auch alles gewusst, das wird ja gar keiner glauben. Die Frau ist immun gegen Wissen. Die hat das selber auf den Punkt gebracht. Zu Beginn der Spendenaffäre hat Angela Merkel wörtlich gesagt, ich hoffe nicht, dass ich in dieser Angelegenheit mein Vorstellungsvermögen allzu sehr erweitern muss. Das ist ein glückliches Leben. Hinter den 7 Bergen, bei den 7 Zwergen. Aber da hat sie schnell gemerkt, so wird sie nicht Parteivorsitzende. Sie hat umgeschaltet, Radiointerview im Dezember. Das sollte man übrigens verbieten, weil ich war auf der Autobahn. Ich bin fast in die Leitplanke rein. Nun wird die Merkel ganz normal gefragt, eine Frage, die haben die alle gestellt bekommen, die Politiker in der Zeit. Sagen Sie mal, Frau Merkel, müssen die Parteispendengesetze jetzt nicht schärfer gefasst werden? Angela Merkel, wörtlich. Je schärfer man die Parteispendengesetze fasst, desto schwerer ist es ja, sich daran zu halten. Das sieht der Bundesverband der Berufsverbrecher ähnlich. Nein, das sinnfreie Geschwafel von Frau Merkel hat wirklich kohlsche Qualitäten. Letzte kleine Kostprobe hier bei der Pressekonferenz zur Verabschiedung von Herrn Polenz, ihrem Nicht-Missgriff, den sie rausschmeißen musste. Angela Merkel wieder mal wörtlich, es gibt keine Personaldiskussion in der CDU und deshalb wird sie jetzt auch sofort eingestellt. Von der Frau hätte ich auch gern mal eine Haarprobe. Also. Aber selber ist die Merkel sauber, also jetzt spendenmäßig. Die Geld hat die ganze gekriegt. Das ganze Geld hat Agnes Hürreland-Bühning kassiert. Kennen Sie Agnes Hürreland-Bühning? Ja? Diese als weiblicher Organismus getarnte Spendenwaschanlage. Agnes Hürreland-Bühning, die erste Gulaschkanone, die es bis zur Staatssekretärin geschafft hat. Selbst Parteifreunde von Agnes Hürreland-Bühning, Parteifreunde können Ihnen nicht sagen, mit welchem intellektuellen Wissen die all die Firmen beraten hat, von denen die Geld kassiert hat. Das kann Ihnen kein Mensch sagen. Die hat so viele Firmen beraten, allein 11 Millionen Mark von Thyssen. Wofür? Hat die Modell gestanden für den neuen Panzer oder was? Nee, die Merkel ist sauber. Wer wird denn versuchen, die Merkel zu kaufen?
Jetzt bleiben Sie mal ernst, ne? Sowas will man noch nicht mal gespendet. Die CDU hat gedacht, sie haben das Problem gelöst. Kohl und Schäuble sind weg, jetzt eine Frau an der Spitze. Alle waren ja, oh, boah, eine Frau, mutig. Ne? Und da 2 Monate lang gingen die Umfragen hoch und da war es wieder vorbei, wie immer, wenn man jemanden näher kennenlernt. Ja, relativ schnell haben die Deutschen noch gefragt, hat die Merkel überhaupt was zu sagen? Klar ist die Vorsitzende von dem Haufen, aber hat die was zu sagen? Oder bestimmt nicht längst der Stoiber, was passiert in der Union? Oder Roland Koch, der scharrt ja auch schon mit den Hufen in der zweiten Reihe, also mit dem einen, den er hat. Oder ist es Biedenkopf, der was zu sagen hat? Oder hier der neue Generalsekretär Laurenz Mayer? Hä? Oder Merz, der Superstar der Fraktion? Kennen Sie Merz? Friedrich Merz? Oh! Friedrich Merz, der ist ja wie ein Komet. Letztes Jahr kannte den kein Mensch, dann ist er im Frühjahr wie ein Komet. Ist der Abend, jetzt ist er schon verglüht. Das ist der. Es gibt Eintagsfliegen und einen Monatspolitiker und deshalb heißt er auch Merz. Aber im Frühjahr konnte der Merz ja vor Kraft kaum laufen, wie der persönlich die Steuerreform aufgehalten hat. Unglaublich. Die Interviews müssen Sie nochmal lesen vor der Sommerpause, wie Merz. Die Steuerreform wird nie durch den Bundesrat kommen, hat er gesagt. Wir werden die Regierung auflaufen lassen, hat der Merz gesagt. Und das war ein wunderbares Bild, wie der Merz nicht, den Schröder auflaufen ließ. Der Merz, der stand da, er ließ ja den Schröder auflaufen, dann lag er da und Schröder lief über ihn und... Seitdem krabbelt Friedrich Merz auf allen Vieren unter den Stammtischen herum auf der Suche nach Themen, die ihn wieder nach oben bringen können. Wer hat das Sagen in der Partei? Die Leute wollen das wissen. NPD-Verbot, ja oder nein? Friedrich Merz sagt, das mir von der Regierung vorgelegte Material reicht für ein NPD-Verbot nicht aus. Das ihm vorgelegte Material stammt aber vom CSU-Innenminister Beckstein. Ja oder nein? Einwanderungsdebatte, ja, nein. Wir sind ein Einwanderungsland, sagt die CDU. Die CSU sagt, da können 1 Million pro Jahr kommen. Wir bleiben kein Einwanderungsland. Wer hat das Sagen in der Union? Die Menschen wollen das doch wissen. Die Deutschen haben doch ein klares Weltbild. Die Deutschen brauchen immer einen Derrick und einen Harry. Fertig aus. Ein Team an der Spitze, da können die Deutschen nichts mit anfangen. Die SPD hat das doch versucht. Schröder und Lafontaine, 2 gleich starke Männer an der Spitze einer Partei. Keiner hat durchgeblickt. Alle wollten wissen, wer ist da jetzt der Harry? Einer muss in Deutschland immer der Harry sein. Das ist in jeder Ehe so. Da haben wir noch diskutiert. Die Idee war ja sogar schön. Schröder und Lafontaine haben wirklich am Anfang geglaubt, sie machen Derrick und Harry im Wechselspiel. Wenn was schief gegangen wäre, hätten beide sagen können, ich habe nur den Wagen geholt. Dann ist Oskar Zigaretten holen gegangen. Ja, das war der größte Verlust im letzten Jahr. Ne? Dass Oskar weg ist, das war es im Prinzip ja auch, weil das war der letzte Linke, den wir überhaupt noch hatten. Sowas von der allerletzte Linke. Von Oskar haben wir gelernt, was Linken wirklich bedeutet. Den Schwanz einkneifen und das zu Geld machen, eine völlig neue Form von Prostitution. Oskar Lafontaine hat sein geballtes politisches Wissen für 600.000 Mark an die Springerpresse verscherbelt. So haben wir der Welt am Sonntag im Vorabdruck lesen dürfen, dass Rudolf Scharping lahmarschig ist und Gerhard Schröder illoyal. Wow, das Geld hätte ich mir auch verdienen können. Wer weiß das nicht hier im Saal? Das weiß man, das sagt man aber noch nicht laut. Herr Scharping war doch kaum noch zu beruhigen. Der war da eh noch so sauer, weil alle über ihn gelacht haben. Ja, sie lachen doch jetzt noch. Der wurde Verteidigungsminister, keiner hat ihn ernst genommen. Und das mussten die Serben dann büßen. Rudolf Scharping musste der Welt beweisen, dass er ein richtiger Kerl ist. Und das war doch unglaublich. Wie letztes Jahr im Frühjahr Rudolf Scharping innerhalb von 4 Wochen in der öffentlichen Meinung von einem anerkannten, opportunistischen Waschlappen zu einem Staatsmann mutiert ist, das war doch Wahnsinn. Das sind Karrieren, die sind nur im Krieg möglich. Jeden Abend Rudolf Scharping in der Tagesschau mit seinem Moralorgasmus. Immer schön die Bilder mit den aufgeschlitzten Leibern aus dem Kosovo. Auschwitz, Auschwitz,
ethnische Säuberin. Ein anderes Gesabber kam ja aus dem Hufeisenschädel nicht mehr raus. Das war ja gar kein Krieg. Ein Richterkrieg war es nicht. Schröder hat noch 14 Tage nach Beginn der Bombardierung Belgrads gesagt, wir führen keinen Krieg. Aber es kann notwendig sein, eine friedliche Lösung im Kosovo auch mit militärischer Gewalt durchzusetzen. Das nennt man Schrödern. Müssen Sie lernen, sonst verstehen Sie nie wieder was in diesem Land. Schrödern ist wie Schreddern, halt mit Gedanken. Beispiel für Schrödern. Wir machen die Rente ab 60, es kann aber notwendig sein, dass Sie bis 70 dafür arbeiten. Das ist Schröder. Die soziale Komponente wird sein, ab 60 heißt das dann Rente und nicht mehr Gehalt. Ja, Sie lachen, warten Sie noch ein paar Jahre. Die SPD hat die einmalige Chance gesehen, nicht zu spät zu kommen mit den Kriegskrediten, keine Vaterlandsverräter zu sein, für uns alle ein super Gefühl, mit moralischer Rechtfertigung Bomben auf unschuldige Menschen zu schmeißen. Man hat sich instinktsicher in die moralische Instanz der damaligen Welt geschart, hinter Bill Clinton. Es ging ja nicht um Frauenrecht im Kosovo. Es ging um Menschenrechte. Was die... Ja, Sie haben eine Meldung, ja? Schon mal was von Teilmenge gehört? Was die Amerikaner unter Menschenrecht verstehen, wissen wir Gott sei Dank alle. Das amerikanische Menschenrecht heißt, dass 16-jährige junge Leute ohne Probleme am verkaufsoffenen Sonntag eine halbautomatische Maschinenpistole kaufen können, um dann montags morgens die halbe Schule niederzumähen. Jede Woche ein Amoklauf, Sie fragen sich, warum die so wenig Arbeitslose haben. Da haben Sie auch keine Probleme mit überalterter Lehrerschaft. Von Amerika können Sie lernen, was mobile Gesellschaft am Ende wirklich heißt. Schnell auf den Beinen sein. Und damit alle Menschen auf der Welt ihre Menschenrechte so leben können, wie die Amerikaner das in ihren Slums tun. Mit 25% Analphabeten und Mord als häufigster Todesursache für junge Männer unter 20. Damit alle Menschen auf der Welt so leben dürfen. Ja? Mit einem Wahlrecht, das so geheim ist, dass nicht mal mehr rauskommt, wer gewählt worden ist. Und dieses Wahlrecht muss ja vor allen Dingen auch der farbigen Bevölkerung immer wieder erklärt werden in den USA. Nicht? Wenn da so Farbige zum Wählen kommen, dann steht da einer vom Wahllokal und sagt, geheim. Farbige Wahlzettel sind aus. Geh heim. Damit alle Menschen auf der Welt so leben können, ihre Menschenrechte, dafür haben wir im Kosovo gekämpft. Und damit das Menschenrechtsfeeling aufkommt, muss man es erstmal slummäßig herrichten. Es sind nur militärische Ziele bombardiert worden. Jetzt mal keine Panik. Die Amerikaner können ja heute mit chirurgischer Präzision. Die können selbst verbotene Splitterbomben aus 5 Kilometer Höhe, die können die mit chirurgischer Präzision um die Zivilbevölkerung drumherum abwerfen. Wirklich? Ja, wenn da einer blöd beiseite springt, da kann man jetzt nichts machen. Da sind nur militärische Ziele bombardiert worden. Brücken, Fabriken, Kraftwerke, Fernsehsender, Krankenhäuser, als strickende Omas getarnte Elitesoldaten. 2 Tage vor Kriegsende die letzte unabhängige Tabakfabrik Südosteuropas kaputtgeschossen worden. Das ist kriegswichtiges Gerät, oder? Ohne Fluppe kein Kampf. Auch dieser Teil der Welt wird jetzt vom BAT beliefert. Test the West. Viele haben den Amerikanern Doppelmoral vorgeworfen. Ich sag immer, Doppelmoral hält länger. Da bin ich ganz katholischer Militärbischof. Andere haben gesagt, ja mal langsam, den Albanern wird geholfen. Ja, da kann man ja darüber streiten, ob das jetzt sinnvoll ist, wieder geholfen wird. Aber wenn den Albanern aus moralischen Gründen geholfen wird, warum ist denn den Kurden nicht geholfen worden? Die Türkei hat Millionen von Kurden getötet. Tausende von kurdischen Dörfern sind dem Erdboden gleichgemacht worden. Verglichen damit sieht es im Kosovo aus wie im Freizeitpark. Warum hat da keiner was gemacht? Sehen Sie, da müssen Sie nicht entsetzt gucken, da müssen Sie differenzieren. Und dafür haben wir Politiker, weil das so schwer ist. Dafür haben wir Joschka Fischer. Da brauchen Sie einen Taxischein, sonst blicken Sie gar nicht mehr durch. Ein Taxifahrer weiß, es kommt nicht nur auf das Fahrtziel an, es geht um die Kundschaft, die dahin will. PKK, Uchika. Selbes Fahrtziel, Terrorakte im eigenen Land gegen die gewählte Regierung. Nur PKK, Terroristen,
UÇK-Rebellen. Sie erinnern sich? Die UÇK hat bis heute keine deutschen Autobahnen blockiert. Ja, für Taxifahrer ganz wichtig. Und die PKK war wirklich blöd, die haben sie mit einem NATO-Partner angelegt. Türkei ist ein NATO-Mitglied. Einen Vergewaltiger in der eigenen Familie zeigen sie auch nicht einfach an, da gibt es doch Hemmschwellen, oder? Ein bisschen Moral muss bleiben auf der Welt. Hätte der Milosevic sich an die westliche Wertewelt gehalten, der wäre heute noch im Amt. Erst in die NATO eintreten, dann die Albaner ausrottet. Da hätte der Schröder gesagt, na Slobo, alter Sack, wie viel Panzer brauchst du? Andere haben gesagt, okay, das mit den Kurden habe ich verstanden. Was ist denn mit Tschetschenien? Die Russen haben Tschetschenien in Schutt und Asche gebombt. Da steht nun gar nichts mehr. Die jagen da Terroristen, das wissen Sie. Ist bis heute die offizielle Begründung. Terroristenjagd in Tschetschenien. Schöne Idee, Terroristen mit der Luftwaffe jagen. Das hätte man zur RAF-Zeit bei uns auch machen sollen. Ne? Oder da zuletzt, die sind Schmökel da, die sind Gewaltverbrecher. Ne? Den hätten sie mal mit der Luftwaffe jagen sollen. Da wäre das Problem Brandenburg gleich miterledigt gewesen. Ne? Nur damit Sie mal eine Vorstellung haben, was das heißt, Terroristen mit der Luftwaffe zu jagen. Ne? Tschetschenien, nichts steht da mehr. Wo war Rudolf Scharping mit seinem Moralorgasmus? Begreif ihn vor Pilate unter der Bettdecke oder was? Wo war unser Menschenrechtstrüffelschwein? Mit den Bildern von der zerbombten Entbindungsstation in Grozny. Marktplatz von Grozny, Entbindungsstation. Letzten Herbst, es gab gar keinen Krieg. Es wurden Terroristen gejagt. Allerdings schon im Entstehen. Ne? Menschenrechte in Tschetschenien, machen Sie sich doch nicht lächerlich. Glauben Sie ernsthaft, irgendein Tschetschene könnte wie ein Kosovo-Albaner zu Fuß bis hier kommen, um Ihnen in der Fußgängerzone beim Hütchenspiel die Kohle abzuknüpfen? Sehen Sie Rudolf Scharpings Menschenrechte da irgendwie in Gefahr? Was ist mit Afrika, haben andere gesagt. Völkermord in Afrika. Der Westen hat mit dem linear Grenzen durch diesen Kontinent gezogen. Gucken Sie sich die Karte mal an. Mitten durch die ethnischen Gruppen. Jetzt führen die Krieg. Wir liefern die Waffen, die metzeln sich nieder. Millionen von Toten jedes Jahr. Warum macht da keiner was? Was wollen Sie mit der NATO-Strategie in Afrika? Was soll Madeleine Albright in Sierra Leone für eine Infrastruktur kaputt schießen? Da werfen Sie eine Cruise-Missile ab, da haben Sie mehr Geld ausgegeben, als die ganzen Hütten kosten, die da rumstehen. Ja, aber Tibet, was ist mit Tibet? Völkermord in Tibet. Die Chinesen unterdrücken Tibet seit 42 Jahren. Da hat der Milosevic noch eine Windel gemacht, da haben die Chinesen schon Tibet unterdrückt. Und da haben die Amerikaner gesagt, das sehen wir ein. Tibet ist ein Argument. Chinesische Botschaft in Belgrad, das lässt sich machen. Mit chirurgischer Präzision. Am nächsten Morgen haben die Amis gesagt, oh, wir hatten alte Karten. Die waren wohl noch aus der Karlszeit und deshalb hat der Clinton dann den Karlspreis bekommen. Der ganze Kosovo-Krieg hat 40 Milliarden Dollar gekostet. Für das Geld hätten sie jetzt gerade mal die UMTS-Lizenzen ersteigern können. Man hätte also für das Geld dem Milosevic praktisch auch tot telefonieren können. Ein 48-stündiger Online-Chat mit Scharping, den hätte er aufgegeben, oder? 25 Milliarden Dollar sollte der Wiederaufbau in der Türkei nach den schrecklichen Erdbeben kosten, auch letztes Jahr. Also vor allem mal Serbien kaputt schießen, damit wir die Türkei schon fast zweimal wieder aufbauen können. Und wenn Joschka Fischer heute immer fragt, was war die Alternative zu den Bomben? Was war die Alternative zu den Bomben? Ja, Joschka, hätte man während der berühmten Rambouillet-Konferenz, als es nur darum ging, die Russen außen vor zu halten, hätte man das schon, die 40 Milliarden Dollar in Ein-Dollar-Scheinen über dem Kosovo abgeworfen. Die serbischen Milizen wären wahrscheinlich heute noch mit dem Aufsammeln beschäftigt. Und längst bei unserem Einkaufen. Nur wie ich die Amerikaner kenne, die hätten das Zeug palettenweise abgeworfen. Die Leute noch totgeschlagen, mit chirurgischer Präzision, das ist klar. So viel zu Scharping, dem erfolgreichsten Kriegsminister, den wir je hatten. Aber was ist Schröder? Ich bitte Sie, wer ist Schröder? Ist es unser Tony Blair? Oder doch nur Deutschlands Antwort auf Bill Clinton? Ich fürchte, es ist eine Mischung, so eine Art Blinden. Viel Blair, Blair, kräftiger Schuss Clinton. Aber anständig, der Schröder, er heiratet die Praktikantin jedes Mal gleich. Ja, langsam.
Ich bitte Sie, ich gebe auch das offiziell zu Protokoll. Wenn wir einen Politiker oder eine Politikerin finden, die wirklich vernünftige Politik machen, von mir aus können die jede Woche neu heiraten. Da kann auch mal eine Ziege, eine Katze oder ein Huhn dazwischen sein. Das würde mich überhaupt nicht interessieren. Was soll das? Mein Klempner beurteile ich auch nicht nach seinem Sexualleben. Was habe ich davon, wenn der Mann seiner Frau treu ist, kann mein Klo aber nicht reparieren. Nicht, dass Herr Schröder irgendwas reparieren könnte. Ne? Auch inhaltlich ist Gerhard Schröder ja schon sehr angenehm aufgefallen. Man kann ihn und seine Politik in einem Satz zusammenfassen, den hat er selbst gesagt. Er war noch Ministerpräsident von Niedersachsen. Es ging um den Verkauf von U-Boot-Blaupausen nach Südafrika. Also Konstruktionspläne für U-Boote. Jetzt gibt es diesen blöden Parteitagsbeschluss der SPD, dass solche Kriegswaffen auf gar keinen Fall in solche Länder wie damals Südafrika verkauft werden dürfen, weil, das muss man jetzt wissen, das ist Hintergrundwissen, Kriegswaffen verkaufen Sozialdemokraten wirklich nur an befreundete Diktatoren. Südafrika war damals noch Apartheid. Sie erinnern sich, da war mit den Menschenrechten auch nicht alles ganz so im grünen Bereich, würde man heute sagen. Ja, es war nicht so schlimm, dass die NATO hätte eingreifen müssen. Oder dass Rudolf Scharping beunruhigt gewesen wäre. Aber es müssen schon einzelne Schwarze benachteiligt worden sein. Die SPD sagte jedenfalls, in solche Länder überhaupt keine Waffen. Schröder hat das Zeug geliefert, das klar sind Arbeitsplätze, hat er gesagt. Genau wie jetzt Fuchs, Leopard, Panzer, Munitionsfabriken. Es sind Arbeitsplätze, und da hat er recht. Deutschland ist der fünftgrößte Waffenexporteur der Erde. Wenn Sie nur an Nicht-Diktatoren liefern wollen, haben Sie Engpässe. Sie müssen das wirklich nur wirtschaftlich sehen. Die guten Minen, die die bösen Serben im guten Kosovo verbuddelt haben, hat eine Tochterfirma von Daimler-Benz hergestellt. Natürlich würden die den Serben die Mine nie verkauft, um damit böse Dinge zu tun. Das würde ich Daimler nie unterstellen. Die haben gesagt, guck mal hier, Serbe, schöne Tellermine, hängst du über den Kamin, sieht cool aus. Interessanterweise hat derselbe Konzern eine andere Tochterfirma, die Minenräumfahrzeuge herstellt. Die wissen ja auch, wonach sie suchen. Und dieses Unternehmen, jetzt nur wirtschaftlich, jetzt mal rein wirtschaftlich gesehen, die wären doch blöd, wenn die nicht auch an Fabriken mit den Prothesen beteiligt wären. Das sind doch alle Systemanbieter heutzutage. Eine Nachfrage schaffen und befriedigen, das ist wirtschaftliches Denken. Der Schröder hat das alles verstanden, er hat das Zeug verkauft. Und da haben sie ihn interviewt. Herr Schröder, klarer Parteitagsbeschluss, Ihrer Partei. Auf gar keinen Fall Waffen in solche Länder. Und Sie machen das, und da hat der Schröder seinen legendären Satz gesagt. Er hat gesagt, die Frage, ob ein einmal gefasster, prinzipieller Beschluss in jeder konkreten Situation durchgehalten werden kann, muss differenziert betrachtet werden. Das sind die tiefen Verwüstungen, die der zweite Bildungsweg hinterlassen kann, meine Damen und Herren. Es ist das geradezu zwanghafte Losblären von Fremdworten in Schachtel setzen. Konrad Adenauer pflegte immer das Gleiche zu sagen, nur auf Deutsch. Was geht mich mein Geschwätz von gestern an? Aber die Deutschen stehen da auf so Typen. Adenauer ist bis heute beliebt, gucken Sie sich die Umfragen an. Schröder, gucken Sie sich die Umfragen an. Beckenbauer, auch so ein Dummschwätzer. Der könnte ja auch sagen, was geht mich mein Geschwätz vom vorigen Satz an? So was ist in Deutschland eine Lichtgestalt. Der Schröder hat es begriffen, wie es geht. Die Regierung gibt den Wählern endlich das, was die gewollt haben. Das Gefühl, endlich tut sich was in diesem Land, und zwar ohne, dass sich für mich irgendetwas ändert. Es wird regiert den ganzen Tag. Der Mehltau ist weg, der Reformstau ist aufgebrochen. Es ist ständig was los. Bei Rot-Grün müssen Sie immer am Ball bleiben. Bei Kohl konnten Sie mal ein Jahr im Bett bleiben. Da haben Sie nichts verpasst. Weil der hat ja nie regiert, der Kohl. Ist ja nie zugekommen. Der Kohl hat nur Geld gezählt, sein ganzes Leben lang. Ja, 11 Millionen Mark einen kleinen Schein. Haben Sie das schon mal gezählt? Der hat den ganzen Tag gezählt. Immer wenn er da reinkommt, alles unter den Tisch, da wieder von vorne. Der ist doch... Ja, das muss aber so...
dann diese Riesenpartei kontrollieren. Wenn einer aufmüpfig wurde, sagte Kohl, den kaufe ich mir. Ne? Zwischendurch hat er noch 7 dicke Ochter mit Leuna-Akten wegfressen müssen. Ist ja auch alles nicht mehr da. Regiert hat der Kohl nie. Der Schröder regiert jeden Tag. Wenn Sie bei Schröder mitreden wollen, dürfen Sie kein einziges Interview verpassen. Wenn jemand fragt, sagen Sie mal, was halten Sie denn von dem, was Schröder gestern wieder zur Rente gesagt hat? Und Sie fragen nicht sofort zurück, meinen Sie das Interview um 3 oder das um 3:30? Eine halbe Stunde? Das ist bei dem Tempo, in dem Gerhard Schröder dazu lernt, ein kleines Universum. Die CDU hat das Privatfernsehen gegen den Willen der Sozialdemokraten durchgesetzt. Und der Schröder ist der Erste, der kapiert hat, wie er mit dem Medium wirklich umgeht. Der ist voll privatfernsehkompatibel. Der ist immer freundlich, der ist immer jovial. Den können Sie noch so unangenehm fragen, der bleibt freundlich. Der Schäuble wurde da immer so mürrisch. Schäuble hat auch ohne Spendenaffäre nie eine Chance in diesem Land. Im Medienzeitalter nicht. Typische Schäuble-Antwort, wenn er nicht weiter wusste, diese Frage stellt sich für mich nicht. Ja, was ist das denn für eine Antwort, sagen Sie mal? Diese Frage stellt sich für mich nicht. Ja, probieren Sie das doch mal bei der nächsten Alkoholkontrolle. Der Schröder ist ja ganz anders. Immer freundlich. Und die haben den Schröder so brutal interviewt, wie noch nie einen Kanzler vor ihm. Im ersten Jahr, Herr Schröder, was ist los? Heute das, morgen das. Haben Sie überhaupt einen Plan? Oder interessiert Sie nur, wo die nächste Kuiba herkommt? Da bleibt der Schröder freundlich. Dann sagt der Schröder, das war aber jetzt eine Fangfrage. Sehen Sie mal, nun nehme ich mir extra die Zeit, um hier mit Ihnen von der Presse mal in Ruhe ein bisschen zu plaudern. Die Doris hat vorhin noch gesagt, Gerd, musst du wirklich schon wieder weg? Aber als ich ihr gesagt habe, dass ich mich mit Ihnen hier treffe, da hat sie mir doch extra noch die Dose mit dem Plätzchen mitgegeben, die wir vorhin hier verteilt haben. Ich hoffe, Sie haben alle was abbekommen. Also wenn Sie Beschwerden wegen der Plätzchen haben, sagen Sie das ruhig. Die Doris hat das Rezept zum ersten Mal ausprobiert. Das können wir nachbessern. Wir wollen ja, dass Sie sich alle wohlfühlen bei der Presse. Sie haben ja auch einen schweren Job. Sie müssen ja auch jeden Tag eine Zeitung vollschreiben. So, wer hat denn noch eine Frage? Nach jeder Wahl frage ich mich völlig verzweifelt, muss das kleinere Übel wirklich immer so groß sein? Aber was erwarten Sie? Das sind Abgeordnete, ne? Alles Abgeordnete. Was erwarten Sie, wenn Sie die so viel schlechter bezahlen als Bundesliga-Fußballprofis? So viel mehr Eigentore schießen die auch nicht. Ja, okay, die 18 Bundesliga-Vereine kommen mit knapp 400 Spielern aus. Im Bundestag hängen über 650 rum, wovon die wenigsten wissen, was gespielt wird. Aber können Sie mir denn jetzt mal erklären, warum wir die Einkommen unserer Abgeordneten mit einem Begriff bezeichnen, der einen sofort an Hunger, Askese, Verzicht denken lässt? Eine Diät ist eine auf einen Kranken abgestimmte Ernährung. Ja, wer geht denn für sowas arbeiten, wenn er was Besseres kriegen kann? Was kriegt denn so ein Abgeordneter? 12.500 Mark im Monat. Die müssen ihn noch versteuern. Fragen Sie mal Ihren Zahnarzt, da kann man überhaupt nicht von leben. 12.500 Mark im Monat. Jetzt wollen die Kokain gefunden haben im Bundestag. Kokain! Hören Sie mal, in solchen Gehaltsklassen ist Kräuterlikör das Mittel der Wahl. Wenn Sie alle Alkoholiker aus dem Bundestag rausholen, dann sind die vielleicht nicht mehr beschlussfähig. Aber Kokain! 12.500 Mark im Monat kriegen die, 6.000 Mark Aufwandspauschale obendrauf. Was ist das denn? Alle Abgeordneten zusammen kosten uns 135 Millionen Mark im Jahr. 135 Millionen Mark für alle Abgeordneten. Dafür verarschen die 80 Millionen Bürger. Das heißt, jeden Einzelnen von uns hier kostet das ganze Parlament gerade mal 1,68 Mark im Jahr. Was zahlen Sie sonst an Müllgebühren? Eine billigere Endlagerung abgebrannter Elemente kriegen Sie überhaupt nicht mehr. 1,68 Mark, das sind 14 Pfennig im Monat. Für jeden von uns 14 Pfennig. Was kriegen Sie denn noch für 14 Pfennig? Da kriegen Sie gar nichts mehr für. Es gibt nichts Billigeres als unsere Abgeordneten.
Und was nichts kostet, ist nichts. 14 Pfennig. Kurzes Ortsgespräch heute noch, oder? Für einmal falsch verbunden im Monat können Sie sich das ganze Parlament leisten. Da kann man sich doch mal verwählen. Und das sind hochkomplexe Probleme, die da im Parlament nicht behandelt werden. Hier, Steuerreform. Am Stammtisch ist es prima, ne? Muss einfacher werden, muss ja alles einfacher werden. Ja klar, sicher. Wenn Sie hingehen, das Steuersystem wirklich vereinfachen, da kann es doch passieren, dass die Menschen das ganze System hier auf einmal durchschauen. Das wollen Sie nicht riskieren, oder? Wollen Sie wirklich, dass die Kassiererin vom Aldi begreift, dass sie jeden Monat mehr Einkommensteuer zahlt als der ganze Daimler-Chrysler-Konzern während der letzten 5 Jahre zusammen? Soll jeder wissen, dass die Firma Siemens mehr Fördergelder bekommt, als sie Steuern bezahlt? Dass Siemens ein Sozialhilfeempfänger ist? Das wollen Sie ja nicht mehr glauben, geschweige denn wissen. Es gibt eine Grundregel, das Steuersystem darf auf gar keinen Fall unkomplizierter sein als das Tarifsystem der Deutschen Bahn AG. Wenn Sie mal so einen lustigen Schaffner in den Selbstmord treiben wollen, fragen Sie mal nach Sonderangeboten am Donnerstagnachmittag. Ja, sagen Sie, Sie hätten gehört, es gäbe etwas zwischen 3,5-4 für 30-Jährige. Sie müssen stur bleiben, das ist wichtig. Wenn nichts mehr hilft, sagen Sie, habe ich aus dem Internet. Das Tarifsystem der Bahn, das orientiert sich wiederum am Abrechnungsmodus der Telefongesellschaften. Auch hier die tolle Privatisierung. Sie wissen, früher Post, ne? Monopol, oh, furchtbar. Ortsgespräche, Ferngespräche, keiner blickte durch. Jetzt haben wir diese glasklare Tarifstruktur. So wird in 5 Jahren auch Ihr Strom abgerechnet. Wasser auch, wird alles privatisiert. Ja, Sie werden den ganzen Tag mit Tabellen von der Stiftung Warentest rumlaufen. Jetzt noch schnell duschen, lieber erst kochen oder telefonieren. Ne? Ja. Verglichen mit diesen hochkomplexen Systemen ist die Steuerreform eine glasklare Sache. Nettoentlastung ist das Zauberwort. Eichel sagt, wir bekommen eine Nettoentlastung von 15 Milliarden D-Mark. Jedes Jahr, mindestens. 15 Milliarden D-Mark, für uns alle. Ja, zusammen natürlich, klar. Aber ist das nichts, 15 Milliarden D-Mark, das ist für jeden von uns 15 Mark im Monat. Jeden Monat. 15 Mark netto. Wo bleibt denn Ihre Freude? Können Sie alle nicht rechnen? Sie investieren 14 Pfennig im Monat in so ein Parlament und kriegen 15 Mark wieder raus. Warum haben wir nur ein Parlament, habe ich mich gefragt. Wissen Sie, was das für eine Rendite ist? 11.111% Rendite. Ich sage Ihnen, mit meiner Regierung kann kein Anlagebetrüger dieser Erde mithalten.